Ja, wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zum heutigen Marktausblick und Live-Trading-Webinar mit Mario Lüdemann, der frisch aus dem Urlaub zurückgekommen ist und ja, für mich eine gefühlte Ewigkeit seit dem letzten Webinar. Von daher freue ich mich umso mehr. Mein Name ist Nelson Cardoso Neto, falls Sie mich noch nicht gehört haben an der Stelle. Und ich habe nur eine kleine Ankündigung zu machen, bevor ich an den Mario entsprechend den Monitor übergebe. Und zwar, wir haben ja mit ihm jetzt demnächst wieder eine sehr schöne Webinarreihe, kleines Konto Großtraden in Zusammenarbeit mit Mario. Und ich werde den Link auch gleich in den Chat nochmal reinkopieren. Dann können Sie sich das alles mal in Ruhe durchlesen, was Inhalt des der Webinare sein wird und entsprechend, wo Sie sich anmelden können. Und für alle Neukunden, nicht nur für FX Flat, sondern Cap Trader, gibt es dann auch einen Bonus von uns. Wie gesagt, alles hier bei uns auf der Webseite zu lesen und natürlich auch auf der Webseite von Mario. Da vielleicht sagt ihr auch dann auch gleich noch was dazu. Und ja, dann würde ich sagen, das ist die Überleitung. Ich mache meinen Monitor jetzt frei und übergebe und sage an der Stelle mal herzlich willkommen zurück, Mario, und viel Spaß an allen. Vielen Dank, Nelson, für die Ankündigung. Freue mich, dass wieder so viele Teilnehmer dabei sind und das im Sommer. Das ist ja immer so die Problematik, so Juli, August, September, weil viele ja noch im Urlaub sind. Ich hoffe, ihr könnt alle meinen Monitor sehen. Der Nelson hat schon angekündigt, wir starten im September wieder mit kleine Konten Großtraden. Wir haben das Ganze ja im letzten Jahr schon mal gemacht gehabt, beziehungsweise ist dann letztes Jahr, glaube ich, bis Anfang des Jahres gelaufen. Ist eine Webinarreihe, die etwa 3 Monate geht, damit wir die Chance haben, tatsächlich in alle Börsenphasen hineinzukommen. Wir starten jetzt auch Ende September wieder, wo wir häufig aus der Korrektur heraus dann wieder in die neuen Aufwärtstrends häufig hineinkommen, damit man auch einfach mal sieht, wie verhält sich das, wenn man aus einem bestehenden Trend wieder in einen starken Trend hineinkommt, mit der ganzen Herbstrally, die das mit häufig einhergeht. Wie kann man das Ganze dann umsetzen in Trades? Das heißt, wir werden uns die ganze Theorie anschauen, aber auch die ganze Herangehensweise. Wie kann man Markttechnik tatsächlich dann auch praktisch anwenden? Weil da ist ja immer dieser Spagat, wo die meisten Trader das Problem haben. Die haben vielleicht das ein oder andere Buch zu dem Thema gelesen, sei es von Michael Vogt oder von Erdal Schene, haben aber dann häufig Probleme, das Ganze in die Praxis umzusetzen. Und wir haben das Webinar oder die Webinarreihe, wie gesagt, letztes Jahr das erste Mal gemacht. Wir haben auch oder ich habe auch einen Vortrag dazu gehalten an der Fachhochschule in Frankfurt. Wir haben zwischenzeitlich mehr als 115.000 Trader und Investoren haben bis jetzt den Vortrag auch gehört. Das heißt, die Masse der Trader interessiert es tatsächlich, gerade weil auch so viele kleine Konten haben und wir werden eben nicht nur die Theorie machen, sondern das Ganze auch in die Praxis umsetzen. Das heißt also, alles, was wir dort erzählen, werden wir in einem Live-Konto dann auch zeigen, wie wir das Ganze umsetzen, so dass man dann auch wirklich jeden Schritt dann wirklich nachvollziehen kann, was wir denn eigentlich machen und wie man das Ganze dann professionell gestalten kann. Und möchte dazu auch gar nicht mehr sagen, denn Nelson hat schon gesagt gehabt, das meiste findet man entweder bei CapTrader oder FX Flat auf der Webseite oder auch bei uns. Einfach dann hier auf lüdemann-coaching.de gehen und dann hier auf Anmelden und dann findet man nochmal alle Infos dazu. Auch das, was die anderen Teilnehmer schon gesagt haben dazu und auch der Bonus, den Nelson gerade schon angesprochen hat, für alle Kunden, die noch nicht bei FX Flat oder CapTrader Kunde sind und für alle, und das ist, haben wir zum ersten Mal jetzt, dass wir das machen, für alle, die sich jetzt ganz kurzfristig anmelden. Wir haben insgesamt für die ersten 100 stellen wir zusätzlich noch die DVD zur Verfügung vom letzten Mal. Das heißt, alle 10 Teile plus 2 Bonusteile plus alle Trades, die wir gemacht haben, nochmal auf einer DVD. Und wie gesagt, alle, die sich jetzt kurzfristig anmelden, für die ersten 100 gibt es noch die DVD vor Beginn der Webinarreihe mit dazu. Ja, ich denke, das zu dem Thema, wenn da noch sonst Fragen sein sollten, entweder dann am Ende dieses heutigen Webinars einfach stellen dazu oder einfach eine kurze Mail an info@lüdemann-coaching.de. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit der Vorschau auf die aktuelle Situation und dann gehe ich auch noch mal kurz darauf ein, wie man
auch mal traden kann, wenn man im Urlaub ist oder wie ich das mache, weil da kamen ganz viele Anfragen zu, als ich im Urlaub war. Wie mache ich das denn, wenn ich hier im Urlaub bin? Ist sicherlich für den einen oder anderen auch dann nochmal ganz spannend. Also ich mache das so, wenn ich im Urlaub fahre, möchte ich natürlich auch Urlaub machen. Das ist auch ein wichtiger Punkt. Es ist allerdings auch so, dass ich natürlich bestehende Positionen habe und die ein oder andere Position auch schon mal eingehe. Das heißt, ich verwende ungefähr 15 bis 20 Minuten am Tag einmal, um zu schauen, okay, was gibt es an neuen Nachrichten? Das ist für mich erstmal ganz wichtig, was es an Nachrichten gibt. Schaue dann auf die Charts, so wie wir das gleich auch machen. Das heißt, ich versuche mir einen Überblick über die Märkte zu verschaffen und schaue, ob es dann besondere Dinge gibt, wo ich vielleicht auf mittleren oder größeren Zeiteinheiten einen guten Trade absetzen kann. Und das sind meistens nicht viele Trades, die ich im Urlaub mache. Das heißt, wenn ich so jetzt 2 Wochen weg bin, sind es in der Regel 1 bis 2 Trades, aber die haben es da meistens in sich. Und das habe ich ja auch letzte Woche schon einmal kurz bei mir in der Facebook-Gruppe gepostet. Ich habe den Trade hier auch einmal, damit wir das sehen können, den ich hier eingegangen bin. Das sind die offenen Positionen, können wir gleich auch noch sehen. Ich bin immer noch im Gold-Long, ich bin immer noch im DAX-Short zurzeit. Zeige ich auch gleich noch im Live-Trade, das ist ein Screenshot von letzter Woche. Und ich bin Long in den SVXY eingestiegen bei 71,01. Also das war so die Herangehensweise erstmal, was ich letzte Woche dann gemacht habe. Warum bin ich überhaupt in einen Vola-Index eingestiegen? Naja, vielleicht erinnert ihr euch noch, wir hatten ja die Problematik vor ein paar Tagen, das kann ich auch hier nochmal kurz im Live-Chart zeigen, dass ja die Nordkorea-Krise doch ganz schön gebrodelt hat und wir hatten ja so ein bisschen die Problematik gehabt, dass Donald Trump da im Prinzip immer noch wieder Öl ins Feuer gegossen hat. Und dann habe ich gedacht, okay, hier kann man das ganz gut sehen. Die Vola ist wirklich angestiegen und der SVXY ist genau gegensätzlich aufgebaut. Das heißt, wenn die Vola explodiert, fällt halt entsprechend dieser ETF. Und wir sind hier sehr, sehr stark gefallen. Und ich habe dann am Freitag, war das gewesen, hier am 11.8. Mir überlegt, will ich hier in diesen Trade hineingehen oder möchte ich das nicht? Und es ist einfach so, dass natürlich viele Trader, aber auch Investoren, natürlich kurz vor dem Wochenende, denkt einfach mal an euch selber, wenn ihr vielleicht Positionen habt. Die meisten möchten ihre Position schließen oder sich absichern. Und das führt natürlich dazu, dass wir hier wirklich einen starken Abverkauf gesehen haben am Freitag, den ich dann auch genutzt habe, um hier eine Position aufzubauen. Wie gesagt, zu 71,01 bin ich hier eingestiegen an dem Tag und habe gedacht, okay, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Und was ist dann passiert? Wir sehen das hier, Montag und Dienstag ist der Markt dann hier wirklich extremst schön nach oben gelaufen. Und am Dienstag wollte ich die Position schließen und das hat dann nicht so geklappt, wie ich mir das vorgestellt habe. Das ist immer die Problematik, wenn man im Urlaub ist, funktioniert halt doch nicht alles so, wie man möchte. Und dann habe ich kurz bei CapTrader angerufen und der Andreas Weiß war dann so nett und hat dann die Position dann hier auch geschlossen. Und zwar, so, ich habe jetzt die Ausführung, glaube ich, auch noch hier, damit man es auch noch sehen kann, das Handelsprotokoll. Genau, muss ich mal gerade gucken. Moment. Training. Auch jetzt hier es richtig haben. Ziehe ich mal gerade runter. Jetzt muss ich das so machen, dass man nicht alles sieht, aber hier ist die Einlösung 81,58 wurde ausgeführt. Am 15.8. Wurde das dann geschlossen. Und war da natürlich ein super Gewinn gewesen. Das waren 14% in 2 Tagen. Und das ist eben genau das, worauf es halt im Trading ankommt. Man muss solche Situationen manchmal ausnutzen. Und die Frage, die ich auch hier gleich lese, ist das nach Markttechnik der Einstieg oder nicht? Nein, das ist einfach, man kann nicht immer alles markttechnisch fassen. Und das ist auch genau das, was wir in den Coachings immer besprechen. Markttechnik ist ein extrem gutes Tool, was in 90 bis 95% der Fälle extremst gut ist, um Einstiege zu finden oder auch um Positionen gut zu verwalten. Wir haben aber immer die letzten 5 bis 10%, die wir mit Markttechnik nicht erfassen können, wo wir einfach zum Beispiel auf Nachrichten reagieren müssen. Also das heißt, innerhalb eines Marktes, wo kein Trend vorhanden ist oder hier in dem Falle sogar ein Abwärtstrend, wo aber dazu kommt, dass wir einfach wissen, dass bestimmte Mechanismen immer wieder greifen. Also zum Beispiel der Mechanismus, dass zum Wochenende hin die allermeisten Trader ihre Position schließen wollen oder
oder sie absichern wollen. Genauso wie den Turnaround Dienstag. Das weiß eigentlich auch jeder. Es berücksichtigen einfach nur die allerwenigsten Trader. Und das ist genau das, worauf wir halt in den Coachings und Seminaren halt immer wieder eingehen. Man muss diese drei Teile zusammenbringen. Diese Markttechnik, wenn man denn markttechnisch handeln möchte und das wirklich nur in Marktphasen handeln, die wirklich sehr gut sind. Zweiter Punkt ist, wir müssen unbedingt Nachrichten berücksichtigen und die haben wir hier gehabt. Also diese ganzen Sachen, die wir gesehen haben mit Trump und Nordkorea, das ging ja jeden Tag rauf, runter, jeder hat noch einen draufgesetzt und dann eben diese Geschichte, dass man einfach weiß, dass zum Wochenende eben ja dieses Muster sehr, sehr häufig auftritt, dass wir dann häufig den tiefsten Stand sehen, vielleicht montags noch mal ein bisschen tiefer, aber im Regelfall freitags, weil viele Leute sich absichern und dann einfach dieses Wissen im Prinzip dieser drei Bausteine mitnimmt, um das Ganze dann in positive Trades umzusetzen. Und das reicht einfach aus, um, wie gesagt, dann mehr Geld zu verdienen mit einem einzigen Trade als andere, vielleicht eine ganze Woche, die da am Handeln sind. So, und diese Sachen versuche ich einfach immer wieder zusammenzubringen. Deswegen ist für mich Markttechnik ja richtig und wichtig. Es macht 90% des Handels aus, gerade was Einstiege angeht, aber gerade wenn Nachrichten kommen. Deswegen ist dieses Thema News Trading ja auch für die meisten Trader so interessant. Das muss man halt einfach als Trader, wenn man wirklich dauerhaft eine starke Outperformance haben möchte, einfach mit einbauen in sein Trading. Und das ist eben etwas, was man eben im Vorfeld nicht kalkulieren kann. Das heißt, ich weiß montags noch nicht, was für eine Nachricht am Dienstag kommt. Und deswegen kann man das wirklich immer nur live machen, solche Sachen. Aber das kann man eben lernen. Also Nachrichtentrading ist genauso zu lernen wie alles andere auch. Und da muss man einfach nur schnell reagieren und die Sachen richtig einordnen und natürlich auch ein bisschen Erfahrung haben. Aber das ist ja auch genau das, warum ich eben immer versuche, das dann auch zu erklären, wieso, weshalb, warum gehe ich denn in solche Trades hinein. Und dass es eben diese Anomalien gibt, dass es eben zum Wochenende hin häufig solche Phasen gibt, wie wir da dann eben entsprechend auch gesehen haben. Okay, das zu dem Trade, der, wie gesagt, der ausgeführt wurde, denn, wie gesagt, freitags rein, dienstags geschlossen letzte Woche. Zurzeit bin ich noch short im DAX. Das macht jetzt ja vielleicht auch Sinn, den DAX dann zu zeigen. Wir haben in der Analyse, um das vielleicht noch kurz hier drauf zu nehmen, wir haben ja einen sehr langen Aufwärtstrend gehabt im DAX. Haben wir hier ja an dieser Stelle auch schon mehrfach besprochen. So, und dann haben wir hier im Prinzip, nachdem wir hier das letzte Hoch bei etwa 12.900, 13.000 gesehen haben, ist hier der Trend halt gebrochen worden. Und dadurch hat sich jetzt ein Korrekturtrend gebildet. Und diesen hier kann man natürlich super nutzen, um ja das Ganze zu nutzen. Ja, normalerweise bin ich kein großer Freund davon, in solchen kurzen Trends hier das Ganze zu nutzen. Der Punkt ist jetzt einfach nur der. Und jetzt kommen wir wieder auf das Gleiche wie bei dem Trade, den ich vorhin vorgestellt habe. Die Erfahrung zeigt, dass die Saisonalität uns in die Hände spielt, wenn wir im Sommer halt eher auf der Short- als auf der Long-Seite unterwegs sind. Grundsätzlich ist natürlich immer möglich, dass es im Sommer auch bergauf geht. Das ist ganz klar. Aber statistisch gesehen ist es eben nicht so. Und deswegen suche ich natürlich immer, wenn ich die Möglichkeit dazu finde, Abwärtsbewegungen zu sehen, dann das Ganze auch entsprechend umzusetzen. Und deswegen eben auch der Short im DAX. Und der ist auch bisher ganz gut gelaufen. Und das ist eigentlich immer so diese Kombination, die ich halt fahre. Also das fachliche Wissen, um wie Märkte funktionieren, dann darauf die Markttechnik anzusetzen und als zweiten Standbein einfach Nachrichten und Saisonalitäten zusammenzubringen. Und wenn man das schafft als Trader, diese zwei, drei Bausteine ineinander zu setzen, wie so ein Puzzleteil, dann haben wir wirklich gute Chancen, dauerhaft eben Outperformance zu erreichen. Und wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten 3-4 Wochen, wo ich auch weg war, auch im Managed Account Plusrenditen gemacht, obwohl eben der Markt gefallen ist. Also das ist eben so der große Vorteil, den man hier halt hat, wenn man das Ganze etwas professioneller angeht und einfach sagt, okay, ich muss jetzt nicht jeden einzelnen Trade machen, sondern im Sommer kann ich auch mal ein bisschen ruhiger treten. Okay, dann das, wie gesagt, jetzt zu der Marktphase. Wir sehen auch hier, dass der Markt aktuell, und das ist ja jetzt ganz spannend auch für alle die jetzt auf den kleineren Zeiteinheiten vielleicht unterwegs sind, in der letzten Woche schon das erste Mal den 200er EMA angelaufen haben, was ja häufig auch statistisch gesehen erstmal zur Stabilisierung führt und wir jetzt auch wieder auf dem Weg Richtung 12.000 Punkte Marke sind. So, und da wird sich im Endeffekt hier zeigen, in dem unteren Bereich, ob der Markt es schafft, hier dann tatsächlich zu halten oder ob der Markt eben runterrutscht.
Das ist im Moment schwer zu sagen. Das hängt einfach davon ab, auch was der amerikanische Markt macht, der ja wesentlich stärker ist, zumindest der Nasdaq-Index als der DAX. Weil da befinden wir uns noch in einem sauberen Aufwärtstrend, den wir uns auch gleich noch anschauen. Aber für den deutschen Markt lässt sich ganz klar sagen, wir haben hier auf der mittleren Schiene hier einen Abwärtstrend, der sich hier etabliert hat. Und solange wir hier, man könnte jetzt hier auch noch den kleineren Trend dazwischen einzeichnen, was sicherlich für alle die intraday unterwegs sind, sicherlich noch besonders wichtig ist, hier dieser Trend, der hier unten ist, dann haben wir versucht, den zu knacken, hat nicht geklappt. Das heißt, wir laufen hier eigentlich immer recht stark an die Marke 12.300, 12.400 ran. Sollten wir diesen Bereich nach oben verlassen, dann denke ich, ist hier diese Bewegung, die wir nach unten gesehen haben, erst einmal auch vorbei. Das heißt, Voraussetzung dafür ist eben, dass die EMA 200 hält, was statistisch gesehen sehr, sehr häufig passiert. Dann ist aber trotzdem wichtig, dass wir eben hier durch diesen Widerstandsbereich laufen, der ja hier auch mal Unterstützungsbereich war. Das heißt, man kann das hier sich wirklich sehr schön anschauen. Der Bereich ist wirklich sehr, sehr häufig angelaufen worden. Und wenn wir über der 12.400 sind, jetzt greifen wir wieder in den Bereich kleine Konten rein, was wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen passiert, dann springen wir hier wieder von der Short-Seite auf die Long-Seite um und werden dann hier versuchen, wieder im großen Stile zu handeln. Was für mich nämlich immer wichtig ist, ist, dass wir, wenn wir in solchen Phasen sind, die eben nicht so sauber sind oder in Korrekturphasen, werde ich nicht auf die Idee kommen, 100% meines Geldes zu investieren. Während ich im Urlaub bin, sowieso schon gar nicht. Aber auch wenn ich jetzt wieder da bin, werde ich nicht 100% meines Kapitals zum Beispiel auf der Short-Seite handeln, weil das Marktumfeld hierfür einfach nicht klar genug ist. Das heißt, ich werde hier den ein oder anderen Trade im Laufe der Woche immer wieder starten, aber eben nur mit kleinen Budgets. Und das kann ich auch immer nur jedem raten, das zu machen, bis man merkt, okay, der Markt hat sich stabilisiert. Entweder wir fallen unter die 11.900er-Punkte-Marke, das heißt, wir rutschen auch unter das Tief, was wir hier gehabt haben, herunter. Dann macht es auf jeden Fall Sinn, eher auf die Short-Seite zu wechseln. Und wenn wir oberhalb der 12.300, 12.400-Punkte-Marke sind im DAX, dann eher wieder die Long-Seite zu wählen. Was mache ich aber dazwischen in der Zeit? Weil ich meine, wir reden jetzt von einer Punktespanne von 400, 500 Punkten. Hier bietet sich halt wirklich nur an, in kleinen Zeiteinheiten zu handeln und das aber auch wiederum nachrichtengetrieben. Weil es macht natürlich keinen Sinn zu sagen, naja, ich finde jetzt auf Tagesbasis oder Stundenbasis halt nicht so wahnsinnig viel und deswegen gehe ich jetzt auf den kleinere Zeiteinheit. Weil das widerspricht sich ja im Grundsatz. Wenn ich keinen Trend habe oder keinen starken Trend habe, dann macht es ja auch keinen Sinn, jetzt auf Minutenbasis hier unbedingt rumzutouren. Das kann man machen, wenn man gut und sicher ist in dem, was man macht, auf 5 Minuten und Minute. Aber machen wir uns nichts vor, die meisten Trader sind das eben nicht. Und deswegen ist es besser, hier ein bisschen ruhiger zu treten, mit einer kleineren Size in den Markt hineinzugehen. Und wenn das Bild klar ist, das heißt wieder unter 11.9 oder über 12.4, dann können wir wieder mit großer Size arbeiten. Da können wir gut hebeln mit entsprechenden Produkten, wenn das unser Risk- und Money-Management zulässt. Also zumindest ist meine Herangehensweise so. Und es hat sich bisher auch immer in den Sommermonaten als sehr gut erwiesen. Und wir haben gesagt, in den letzten Jahren war es fast immer so, dass wir dann irgendwann im September einen guten Start bekommen haben, auch für kleine Konten und dann wirklich sehen konnten, dass wir tatsächlich hier in wenigen Wochen im Prinzip schöne zweistellige Erträge auch ohne Hebelprodukte erreichen konnten. Das heißt, wenn jemand mit CFDs agiert, dann kann er natürlich auch entsprechend auch mit einem Hebel daran gehen. Wichtig ist halt nur, dass wir immer auf das Risk- und Money-Management achten. Okay, also das zu dem Bereich vom DAX. Wie gesagt, hier, solange wir hier keine Signifikanz sehen, sehr schwierig, wenn wir uns die Stunde hier anschauen. Für alle die jetzt vielleicht auf 5 Minuten oder Minute unterwegs sind, da konnten wir auch ganz gut sehen, dass wir hier wieder einen neuen Abwärtstrend hier auf Stundenbasis haben. Und den kann man natürlich tatsächlich nutzen, wenn man jetzt intraday unterwegs ist, den dann hier einfach nach unten wegzuhandeln. Das heißt aber auch hier, Ziel ist jetzt einfach die 200-Tage-Linie und die ist halt nicht mehr so ganz weit entfernt. Da muss man halt dann wirklich aufpassen, dass man hier am 200er dann tatsächlich dann hier bei 11.960, 12.000 Punkte Marke dann auch seine Shorts möglichst schnell wieder schließt. Okay, dann kommen wir zum S&P 500 Index. Müsst ein bisschen entschuldigen mit meinem Husten. Wie gesagt, ich habe mir ein bisschen im Flieger gestern wahrscheinlich eine leichte Erkältung geholt, aber ich hoffe, das geht.
Im S&P sieht das Bild ähnlich aus wie im DAX. Wir hatten einen sehr positiven Aufwärtstrend gehabt. Ich möchte den hier gar nicht zu tief einzeichnen, weil wir den jetzt in den letzten Wochen auch regelmäßig besprochen haben. Was allerdings hier sehr schön zu sehen ist, ist eben, dass auch hier der Aufwärtstrend gebrochen wurde. So, und das ist ja immer so das erste Warnsignal, wenn man nur allein den Chart zu Rate nimmt. Das heißt, man sieht hier, der Markt ist hier unter die 2460, 2455 gefallen und hat dann im Endeffekt das gemacht, was auch üblich ist. Der Markt macht nochmal einen Rücklauf in diesen Bereich hinein und hat dann jetzt hier zum Ende der Woche dann hier diese Abwärtsbewegung wieder eingeleitet. So, spannend wird jetzt sicherlich hier auch nochmal sein, was hier bei 2400 passiert, weil dieser Bereich hier eben auch sehr häufig angelaufen wurde, 2400 bis 2410. Sollte der Markt hier durchbrechen, dann würde ich davon ausgehen, dass der Markt hier eher auch Richtung 200-Tage-Linie tendiert. Da kriegen wir jetzt wieder viele Bausteine, die dann wieder aneinander passen. Der Markt hat erstmal den großen Trend gebrochen. Dazu kommt, dass es saisonal passen würde. Und wenn wir jetzt noch die Unterstützung hier auch hinter uns lassen, naja, dann haben wir hier gute Chancen, dass der Markt hier auf jeden Fall nochmal 50 Punkte tiefer geht und dann schauen wir weiter, wie es am 200er aussieht. Das heißt, hier würde es auf jeden Fall Sinn machen im Laufe der Woche, das werden wir zumindest bei uns hier im Büro machen, schauen, ob wir hier vielleicht den einen oder anderen Trade entweder im S&P direkt oder eben entsprechend in einer Einzelaktie dann nutzen können. Idealerweise wieder Nachrichten getrieben. Das heißt, also wir versuchen immer, wenn wir so kurzfristige Shorts aufsetzen, fast immer dieses nachrichtengebunden zu machen. Schauen wir uns auch hier die Stunde an. Gerade umstellen. Und auch hier sieht man für alle die, die eben auf der kleineren Zeiteinheit unterwegs sind und vielleicht die Stunde eben entsprechend als Filter benutzen, das machen wir ja bei uns auch so, dann kann man hier auch sehr schön sehen, dass der Markt hier heute nochmal ein neues Tief gemacht hat. Hier muss man immer aufpassen bei diesen Ausreißern, ob diese Ausreißer innerhalb der regulären Handelssession gekommen sind. Und das ist hier passiert und das ist auch der Grund, warum ich die Short-Seite immer sehr vorsichtig anlaufe, weil wir sehen hier eine starke Abwärtsbewegung. So, jetzt kommt der Markt hier nochmal, macht nochmal ein neues Tief und dann zieht er hier tatsächlich dann in der regulären Handelssession hier einfach die Stops raus und alle, die Short waren, sind im Regelfall hier erstmal raus. Jetzt hat es hier vorhin kurz nach Handelseröffnung nochmal neues Tief gegeben. Jetzt stabilisieren wir uns hier. Deswegen macht es hier auch nicht so viel Sinn, jetzt einfach blind auf die Short-Seite zu rennen, sondern hier würde ich einfach auch abwarten, was hier passiert, weil wir sehen hier, der Markt ist jetzt hier dreimal unten angelaufen. Was wir allerdings auch sehen, dass jedes Mal mit einem neuen Tief eine starke Gegenbewegung gekommen ist. Die erste Bewegung war noch nicht so stark, die zweite war aber dann doch schon sehr, sehr stark. Und auch hier haben wir jetzt nach dem Tief im Prinzip genau das gesehen, was Minutentrader sehr gerne sehen. Es gibt ein neues Tief. Das nutzen wir auch sehr gerne im Daytrading, eben diese neuen Tiefs. Und jetzt sehen wir plötzlich auf Stundenbasis eine Umkehrkerze. Und das nutzen natürlich dann viele Trader, um jetzt die Position aufzubauen, entgegengesetzt. Nichtsdestotrotz, wenn wir auf den größeren Zeiteinheiten unterwegs sind, 5 Minuten, Stunde, ist das nicht so toll zu traden. Aber wie gesagt, Minute und 5 Minuten kann man natürlich diese technischen Gegenbewegungen ganz gut mitnehmen. Sind dann häufig diese sogenannten Bullen- und Bärenfallen, die man dann eben im Trading nutzt, wenn man als Daytrader halt versucht, was zu machen. Ansonsten, wie gesagt, mittel- und langfristige Positionen werde ich im S&P nicht eingehen. Kommen wir noch zum Nasdaq-Index, bevor wir gleich zu den Nachrichten kommen und auch vielleicht zu entsprechenden Einzelwerten, die den einen oder anderen vielleicht auch interessieren. Hier sehen wir im Prinzip das beste Bild von allen Märkten, die wir jetzt gerade uns angeschaut haben. Wir sehen zwar auch, wenn wir uns hier die letzte Bewegung hier anschauen, auch einen kleinen Trend, der nach unten zeigt. Das kann man hier ganz gut sehen. Der Markt läuft hier im Prinzip auch herunter. Also das sieht also ähnlich aus wie bei den anderen Trades. Und das ist eigentlich auch der Punkt, wo viele im Prinzip in diese Falle hineintappen, wo sie sagen, ja, ich habe aber doch jetzt hier auch die Abwärtsbewegung. Und dann sage ich immer, ja, aber eigentlich stimmt es nicht wirklich, weil wir haben immer noch, wenn wir uns den Trend anschauen, und auch hier zeichne ich jetzt nicht komplett das ganze Jahr nach, sondern wirklich auch immer nur die wirklich wichtigen Punkte jetzt zum Ende. Wir haben hier eine Korrektur gesehen, so. Und jetzt haben wir hier ein neues Hoch gemacht. Das heißt, wir haben hier unten so ein Doppeltief gesehen in diesem Bereich bei 5550 Punkte etwa hier, wo beide Male wir angelaufen sind, haben danach aber ein neues Hoch gemacht. So.
Und die Korrektur, die wir jetzt sehen, ist im Prinzip nur eine trendbestätigende Korrektur. Nicht zu vergleichen mit dem im S&P und schon gar nicht mit dem, was wir im DAX sehen. Das heißt, wir sind hier auch noch sehr, sehr weit A von der 200-Tage-Linie weg. Das ist das eine. Das kann man hier ganz gut sehen. Wir sind hier momentan noch gut 6% von entfernt. Das ist das eine. Erinnern uns, beim DAX, wir sind fast dran. Wir sind aber auch vom Hoch bis in diesem Bereich nur 3% weg, während wir beim DAX bei 13.000 das Hoch hatten und jetzt bei 12.000, unter 12.100 sind. Also da sieht man schon die Unterschiede. Der amerikanische Markt, den muss man differenziert sich anschauen. S&P und deren Aktien da drin sehen im Moment noch nicht so gut mehr aus. Aber im Nasdaq macht es durchaus Sinn, wenn man glaubt, der Markt läuft nach oben und kommt, kann sich hier relativ schnell wieder erholen, dann eher auf der Long-Seite suchen. Wenn man eher nicht so positiv eingestellt ist, weil man sagt, der S&P ist doch recht stark mit seinen 500 großen Werten. Und vor allen Dingen, wenn wir uns anschauen, was politisch momentan läuft in den USA, kann ich natürlich verstehen, warum zum Beispiel die entsprechenden Volatilitätsindizes im Moment sehr, sehr hoch notieren. Das sehen wir auch bei uns in der Morgenroutine natürlich, dass sich das Marktumfeld hier doch deutlich geändert hat. Und bevor wir gleich auch auf die Termine kommen, würde ich auch hier vielleicht noch mal kurz auf die Morgenroutine bei uns schauen, damit ihr einfach mal seht, wie man auch ein Gefühl dafür bekommen kann, wie sich Märkte verändern. Also wir sehen hier zum Beispiel beim DAX ganz gut, wenn wir uns die letzten Wochen anschauen. Wir hatten noch bis Mitte Juli eigentlich ein positives Umfeld, von dem wir gesagt haben, ah, das ist alles super. Und wenn wir uns aber jetzt die Phase anschauen, da sehen wir schon alles in Gelb. Das heißt, also wir sind hier in den vorsichtigen Bereich reingegangen, kommen hier nicht mehr auf die mittel- und langfristige Positionen auf der Long-Seite neu aufzubauen. Bestehende Positionen, die wir haben, wie beispielsweise in Adidas, die wir ja schon seit fast 20 Monaten im Depot haben, die auch schon über 100% Performance gemacht haben. Seitdem, die halten wir natürlich bei uns im Depot, aber wir bauen halt keine neuen Positionen auf. Auch MDAX ist jetzt nicht mehr bei uns mit grün. Das haben wir auch gesehen. Der hat mal zwei Tage noch, sah noch ganz positiv aus, kann das aber nicht durchsetzen. Bei den amerikanischen Märkten sehen wir das auch. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns Gewinner zu Verlierern anschauen. Das gesamte Marktumfeld ist einfach nicht mehr so stark. Euro, US-Dollar weiterhin positiv, das habe ich aber auch schon die letzten Mal vor meinem Urlaub gesagt. Hier lohnt es sich wirklich auf der Long-Seite sich umzuschauen im Euro, US-Dollar, weil hier das gesamte Marktumfeld einfach doch sehr, sehr positiv aussieht und wir hier sicherlich auch gute Chancen haben, noch Richtung 1,20 zu laufen. Weiterhin positiv entwickelt sich momentan auch der Bund Future, was uns die Morgenroutine zeigt. Auch der ist momentan eher auf der Long-Seite. Und wenn wir uns die Volatilitäten anschauen, sowohl für den deutschen Markt als auch für den amerikanischen Markt, da sehen wir, im deutschen Markt ist die Volatilität noch gar nicht so stark angestiegen. Wir sind zwar angestiegen in den letzten Tagen, ganz klar zu sehen, von der 14,23 im Tief jetzt auf 16,64. Nichtsdestotrotz ist das alles historisch gesehen, was unter 20 ist, ist noch wirklich human. Also man sieht, es kommt Unsicherheit auf. Oder es gibt zumindest immer mehr Marktteilnehmer, die sich momentan absichern. Es ist aber noch nicht zu spüren, dass Angst oder Panik im Markt ist. Also das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und das ist auch in den USA so. Wir sehen zwar, die Volatilität ist angestiegen, aber es ist nicht so krass, wie man das meinen könnte. Und wenn wir uns anschauen, Allzeithoch zu Allzeittiefste, hat sich wirklich das Bild in den letzten zwei Wochen massiv geändert zur Zeit vor meinem Urlaub. Das war hier vor meinem Urlaub. Da sehen wir, da war alles grün. Und das war auch die Phase, wo ich gesagt habe, Nasdaq-Aktien muss man unbedingt im Depot haben. Ganz, ganz wichtig. Aber jetzt im Urlaub hat man schon gesehen, das ist dann eher auf neutral gegangen. Und dann jetzt zum Schluss nominieren dann doch eher die roten Vorzeichen. Das heißt, auch hier sind wir nicht mehr bullish im Moment und deswegen hier auch keine großen Engagements mehr in diesen entsprechenden Märkten. So, und dann komme ich noch zu den Terminen und dann schaue ich auf die Fragen und dann natürlich auch noch auf Einzelwerte, die momentan interessant sind. Muss ich mal gerade die richtige Folie rüberholen, damit das passend ist, damit ihr das auch gut sehen könnt. Kleinen Moment. So. So, da haben wir da einmal den Wochenausblick, den mache ich ja immer an dem Montag, wenn der große Marktausblick wie heute ist, eben nicht morgens live nochmal als Video, sondern dann eben entsprechend hier. Und welche Termine stehen an? Da haben wir zum einen morgen am 22. um 11 Uhr die ZEW-Konjunkturerwartung. Das heißt also, wenn wir
Intraday-Handeln, zum Beispiel FDAX oder auch entsprechende ETFs oder CFDs, sind das halt wichtige Punkte, auf die man auf jeden Fall Acht geben sollte. Und ich werde versuchen, immer nach diesen Daten zu agieren, also nicht im Vorfeld, weil das ist mir einfach zu gefährlich, um 2 Minuten vor 11 darauf zu spekulieren, was da passiert, weil wir dann häufig doch größere Ausreißer sehen. Dann am Mittwoch sehen wir hier einiges an Daten, die hereinkommen, sowohl der Herstellungs- und Einkaufsmanager-Index für den Monat August und dann nachmittags die Verkäufe neuer US-Eigenheime und für alle, die gerne Rohstoffe handeln, die Erdöl-Lagerbestände. Und dann am Donnerstag dann nochmal bestehende Veräußerung von Eigenheim für den Monat Juli in den USA. Und dann am Freitag kommen noch einige wichtige Termine, und zwar einmal das Bruttoinlandsprodukt für Deutschland für das zweite Quartal und dann um 10 Uhr sicherlich nochmal spannend der IFO-Geschäftsklimaindex. Das sind natürlich alles Daten, die hauptsächlich für die Daytrader interessant sind, also die Trader, die auf Tag oder Stunde agieren, eher weniger. Also das, wenn ich mit den großen Positionen, wenn ich im Urlaub bin, interessieren mich solche Termine überhaupt nicht, weil das sind meine Stops meistens so weit entfernt, dass ich sage, da dürfte eigentlich nie was passieren, wenn solche Daten kommen. Aber für als Daytrader muss man solche Daten natürlich immer auf dem Plan haben. Und wenn ihr Devisen handelt, ist es natürlich noch wichtiger, dann auch entsprechend die ganzen Devisendaten sich jeden Tag anzuschauen. Ja, und dann um 14.30 Uhr noch zum Schluss Kernrate, Gebrauchsgüter für den Auftragseingang Monat Juli. Okay, und bevor wir jetzt in die Charts nochmal gehen, gleich nochmal kurz einen Blick dann entsprechend auf eure Fragen, die hier sind. Dann schaue ich doch einfach mal kurz, was wir hier haben. So. Moment. Da haben wir die Frage, ist das erste Short-Position, die du hältst, oder spielst du kleinere Trends und kaufst zu und gibst wieder ab? Weiß jetzt nicht genau, Georg, worauf sich das bezieht. Ist das die erste Short-Position? Die Frage kam ja bei dem DAX-Trade, meine ich. Ah, beim DAX-Trade. Okay, dann gehe ich da nochmal in den DAX rein. Ist also so, dass es die erste Position ist, die derzeit im DAX liegt, und ich würde weiter akkumulieren, sobald wir die 11.900, 11.800 nach unten durchbrochen haben, und würden dann hier verstärkt die Position aufbauen, sowohl im privaten Konto als auch im Managed Account. Bis dahin ist es für mich einfach eine ganz normale saisonale Geschichte bis zum EMA 200. Und wie gesagt, was darüber hinausgeht, wenn wir hier unten drunter durchfallen, dann würde ich hier auch weitere Positionen aufbauen. Vielen Dank, Nelson, nochmal, dass du das mitgesehen hast. So, dann von Metin. Hallo Mario, wann spricht man von einer trendbestätigenden Korrektur und ab wann ist eine Korrektur keine Korrektur mehr? Also für mich ist es halt so, solange wir, ich sag mal hier im Nasdaq, gehe ich nochmal hier drauf, solange der Markt eben nicht das letzte große Tief durchbrochen hat, wie hier bei der 5.550er-Punkte-Marke, die ja auch zweimal angelaufen wurde, bevor es hier wieder ein neues Hoch gab, ist es für mich im Prinzip nur so eine Korrektur im Aufwärtstrend. Also das, was wir hier sehen, ist nichts, was ich gerne aktiv handeln möchte. Wir sehen ja auch, mit einem neuen Tief schlägt der Markt fast wieder bis ans Hoch zurück. So, es gibt ein neues Tief, der Markt schlägt wieder bis ans Hoch zurück. Das ist mir viel, viel zu gefährlich, um hier Trends aufzusetzen. Das ist am Anfang, wenn man anfängt zu traden, häufig ein wenig verwirrend, weil man ja hier eigentlich einen Abwärtstrend sieht. Also wenn man nur mal so diese ganz normalen Dinge, die man so hört, nimmt, also wir haben hier fallende Hochpunkte, das ist auch tiefer und das Hoch ist auch tiefer. Und wenn wir jetzt noch dazu nehmen, wir haben hier auch ein Tief und das nächste Tief ist auch fallend und das nächste Tief ist auch fallend. Also das heißt, wir haben hier zwar einen Abwärtstrend, aber wir sehen auch, dass dieser Abwärtstrend ja nicht dynamisch verläuft. Denn was wir hier nämlich sehen, ist, man nennt das in der Charttechnik eine sogenannte Flagge. Das heißt, wir sehen hier eigentlich, dass es hier trendbestätigend bergab geht. Wir haben hier zwar fallende Hochpunkte, aber wir haben hier eben entsprechend auch fallende Tiefpunkte. So, und das nennt man so eine Flagge. Und das heißt, es gibt zwar immer neue Tiefs, das heißt, es gibt hier immer Trader, die die Tiefs verkaufen, aber es bringt keinen großen Gewinn, diese Tiefs zu verkaufen, weil der Markt sofort zurückschlägt. Und solange wir in so einer trendbestätigten Korrektur sind, das heißt hier in dem Fall halt eine Flagge, ist die Wahrscheinlichkeit mathematisch und statistisch gesehen wesentlich größer, dass diese irgendwann
nach oben aufgelöst wird und der Markt wieder zurückkehrt. Anders wäre es, wenn wir jetzt sehr dynamisch nach unten laufen würden und das womöglich auch noch mit großen Umsätzen. Dann würden wir ein anderes Bild bekommen, aber wie gesagt, solange wir hier nicht durch diesen Bereich hindurchgehen, sehe ich überhaupt keinen Grund, meine positive Haltung für den Nasdaq zu ändern. Ich würde nicht einsteigen, weil wie gesagt, wir sind hier ja noch in der kleinen Korrektur drinnen. Aber sobald wir hier rauslaufen aus der 9.950er Punkte-Marke, dann sind wir auch schon fast bei der 6.000er Marke, wo wir neue Allzeithochs machen. Das heißt, dann würde ich wieder hier stark long reingehen. Aber momentan, wie gesagt, sehe ich hier keine Veranlassung, weder im privaten Konto noch in dem großen Konto, hier irgendwelche Dinge auf der Long-Seite zu machen. Dafür ist mir das Marktumfeld einfach nicht sauber genug. Und wir haben ja auch vorhin in der Morgenroutine gesehen, die wir machen, dass es alles nicht so grün ist, wie wir uns das eigentlich vorstellen, um zu sagen, wir würden jetzt gerne hier mit 100% unseres Geldes agieren. Also im Moment ist unsere Investitionsquote, liegt, glaube ich, bei etwa 25%. Okay, Hans Dampf, ist Allzeithoch und Allzeittief wirklich in der Zeitspanne Börsengründung bis jetzt? Oder was sind das für Werte oder was sind da gute Werte? Also für mich ist im Prinzip Allzeithochs zu Allzeittiefs, das ist ja immer so der aktuelle Stand des Vortages und man kann schon davon ausgehen, wenn wir über einen längeren Zeitraum mehr oder auch wesentlich mehr Allzeithochs haben als Allzeittiefs und das zum Chartbild passt, dass es ein sehr, sehr gutes Marktumfeld ist, in dem es sich auch lohnt, Allzeithochs zu handeln. Und deswegen schauen wir uns das ganz genau an, weil unsere Outperformance erreichen wir eigentlich immer in diesen Spitzenmonaten, wo wirklich der Markt sehr, sehr schön nach oben läuft und auch wo Allzeithochs oder Allzeittiefs entsprechend eine sehr, sehr starke Ausprägung haben. Das heißt, in einem Longmarkt suchen wir halt mehr nach diesen Phasen und in der Short-Seite eben, wenn wir Shorts handeln wollen, natürlich dann, wenn es viele Allzeittiefs gibt. So, Frank fragt, was kann man von Palatin und Vectron halten, beziehungsweise lieber liegen lassen und nicht investieren. Also ich weiß nicht, ob es dazu Nachrichten gab, weil wie gesagt, ich bin heute erst wieder aktiv ins Büro gekommen und habe mir die Nachrichtenlage heute noch gar nicht angeschaut, was jetzt passiert ist, weil ich war jetzt 2 Wochen nicht da, musste heute erstmal mit meinen Mitarbeitern besprechen, was jetzt in den 2 Wochen angefallen ist. Deswegen kann ich zu den Werten noch nicht viel sagen, aber vielleicht schauen wir uns gleich einfach mal den einen oder anderen Wert an, wenn wir gleich noch Zeit haben, wenn wir die Fragen durchgehen. Da kommen auch schon die nächsten Fragen zu Logitech. Okay, dann komme ich gleich auch noch kurz drauf. Guck mal, ob wir noch Fragen haben, die nicht sich aktienbezogen sind. Was ist der Unterschied zwischen mathematisch und statistisch? Naja, statistisch ist ja, dass wir ganz klar sagen können, wenn wir ein bestimmtes Muster haben, so wie zum Beispiel hier die Flagge, die wird normalerweise aus der Vergangenheit gesehen, also statistisch gesehen, in über 50% der Fälle nach oben aufgelöst. Und diese Statistik haben nicht wir gemacht, sondern wir greifen auch hier auf Daten zurück von Bulkowski. Da gibt es auch ein ganz tolles Buch zu und das nutzen wir halt. Mathematisch ist eben das, was wir selber hier eben selbst nachvollziehen können. Das heißt, sobald wir selber Auswertungen haben und wir machen extrem viele Auswertungen in Excel zu bestimmten Formationen oder das, was wir halt sehr häufig traden, deswegen nutzen wir dieses hier. Also natürlich greift das eine ins andere über, aber statistisch gehe ich immer dann davon aus, wenn wir wirklich ganz, ganz große Datensätze haben, wie zum Beispiel bei Bulkowski, der wirklich Tausende von Trades ausgewertet hat und wo man ganz klar sagen kann, okay, wenn wir eine Flagge haben, die wird halt in mehr als die Hälfte der Fälle, und das ist prozentual über 60%, einfach in die Trendrichtung aufgelöst. Und dazu kommt halt markttechnisch gesehen, dass wir einfach den Aufwärtstrend noch gar nicht gebrochen haben. Und wenn das da ist, das heißt, ich weiß das von anderen und das gleicht sich ab mit unseren Daten, dann vertraue ich halt auf diesen Daten. Und wichtig ist ja eigentlich nur, dass wir eine Trefferquote haben, die im Idealfall über 50% liegt, gerne auch 60%, und dann handeln wir das halt. Und dann heißt es immer noch, dass einige Trades nicht funktionieren. Und das ist auch normal und das lässt sich auch überhaupt nicht wegrechnen. Also wenn man statistisch handelt, was wir ja auch im Manage-Account machen, dann nutzen wir halt einfach nur diese Statistik. Also das eine, wie gesagt, ist das, was von anderen ist, und das andere ist das, was wir selber erstmal haben. Okay, Stefan fragt, hallo Mario, möchte beim DAX spätestens 12.400 Short aufbauen. Meinst du, dass die Gegenbewegung, wo wir nochmal hochgeht auf 12.400? Wir schauen nochmal,
ob wir nochmal Richtung 12,4. Ja, klar kann das passieren, dass wir nochmal Richtung 12,4 laufen. Wobei, wenn wir hier über die 12.400 kommen, natürlich wir ein starkes Umkehrsignal bräuchten, um Shorts aufzubauen. Frage, die ich mir immer stelle, ist, warum will ich das über der 12,4 machen? Wenn ich, klar, wenn ich ein Umkehrsignal dort bekomme, macht es Sinn? Zeichne das auch kurz ein, finde ich auch eine super Frage. Vielen Dank. Also Markt springt hier rüber, über die Hochs hier. So, dann sind viele Leute, die short waren, müssen jetzt raus. Und wenn es jetzt zu einem Umkehrsignal kommt, beispielsweise, wir sehen hier, wir hatten hier eine schöne grüne Kerze gehabt, oder in meinem Fall halt weiß, und am nächsten Tag sehen wir das hier, so eine schöne Kerze nach unten. Und jetzt, keine Ahnung, nochmal hier so dieses Idealszenario, so, dann macht es natürlich Sinn, auf Short zu gehen. Ansonsten frage ich mich immer, warum nicht im Rücklauf kurz unter diesen Hochs hier Short zu gehen, also sprich hier an der Stelle oder hier an der Stelle und dann vielleicht in den Stundenchart zu gehen und dann diese Abwärtsbewegung, die sich hier gefunden haben, dann wirklich zu nutzen im Trading. Also wenn wir uns das jetzt in der Stunde hier nochmal anschauen, also ich finde die Frage wirklich super, weil das ja wirklich der Punkt ist, worauf man wirklich als Trader unbedingt achten sollte. Also wir haben hier die Abwärtsbewegung gehabt. Wir hatten das erste Mal die Möglichkeit, so hier hoch, zack, neues Hoch. Markt durchbricht das Ganze hier, sehen wir ganz gut. Hat hier das Doppelhoch gemacht, kann das Tief aber nicht mehr halten. Warum nicht hier so bei 12.180, 12.160 die Shortbewegung mitnehmen? Das sind auch 200 Punkte. Hier das gleiche Spiel. Wir haben hier eine Aufwärtsbewegung im Stundenchart gesehen, laufen hier zurück, brechen im Prinzip den Aufwärtstrend, laufen nochmal in diese Zone zurück. Und warum dann nicht versuchen, hier intraday short zu gehen. Also man kann das so machen, über 12,4, dann aber so, wie ich es gerade gesagt habe, so würde ich es zumindest machen, oder ich versuche einfach vorher diese Shorts entsprechend. So, Alfred. Kursmuster zum Beispiel, trendbestätigende Flagge, bekommt man solche Muster in Bulkowskis Buch erklärt oder wo kann man sich über solche Muster informieren? Also ja, also zum einen bei Bulkowski ist ein super tolles Buch. Das ist, ich muss mal gerade bei mir hier schauen, kleinen Moment, Enzyklopädie für Chartmuster, ist ein ganz dicker Wälzer. Da sind diese Muster alle super gut erklärt. Ansonsten erklären wir die natürlich auch bei uns sonst nochmal. Wir haben ja gerade die Webseite komplett neu gemacht und werden jetzt natürlich auch nach und nach in den Blog-Einträgen hier versuchen, das eine oder andere zu erklären, wieso, weshalb, warum das so ist. Gibt uns da noch 4 Wochen Zeit. Wir haben, wie gesagt, jetzt nach dem Urlaub noch einiges vorzubereiten für die Coaching-Module, die jetzt starten im Herbst und auch für kleine Konten. Aber wir werden auch da über die nächsten Wochen dann anfangen, im Blog-Bereich bei uns dann auch das eine oder andere zu erklären. Ansonsten, wie gesagt, das Buch von Bulkowski ist auf jeden Fall erste Wahl, sollte jeder Trader meiner Meinung nach haben. Hans Damm fragt, macht es aus deiner Sicht Sinn, jetzt in den SVXY einzusteigen und eine Erholung auf morgen zu spekulieren? Ja, das ist halt immer die Frage. Man geht ja jetzt in den Bereich der Spekulation dann. Also wenn das eine Spekulation ist, ist natürlich immer grundsätzlich die Frage, willst du eine Spekulation eingehen oder willst du versuchen, möglichst sichere Trades zu machen? Darüber muss man sich halt klar sein, wenn man im Handel ist. Also ich versuche nicht zu spekulieren, sondern meine Herangehensweise ist eigentlich immer zu gucken, okay, kann ich das Ganze markttechnisch fassen? Ist die eine Geschichte. Zweite ist, Volatilitätsindizes lassen sich nicht sehr gut markttechnisch handeln. Weder der SVXY noch der VXX sind extrem gut von der Markttechnik anzufassen. Also ich bin eher der Meinung, das ist besser, man bringt es zusammen mit aktuellen Nachrichten. Und ich bin halt immer ein Freund davon, lieber Panik zu kaufen. Also das heißt, also wir hatten hier starke Abwärtsbewegung gehabt an dem Donnerstag, haben dann hier mit einem Gap aufgemacht, sind noch weiter gelaufen, sind dann aber intraday zum Stillstand gekommen und dazu kam, dass ein Freitag vor der Tür steht, dass halt viele ist. Jetzt sind wir am Montag angekommen, finde ich nicht so super die Situation, wie die letzte Woche gewesen ist. Also ich versuche immer von der Spekulation wegzugehen, sondern eher hin Nachrichten zusammenzuführen. Und das Ideale ist halt einfach, wenn wir tatsächlich hier Angst im Markt haben. Und wir werden auch, ich hoffe, im Dezember ein eigenes Seminar nur zur Volatilität machen. Also für alle die sich dafür interessieren, wir machen damit wirklich richtig, richtig gute Performance mit den Volatilitätsindizes und werden wir aber im Herbst sicherlich dann auch noch zu Näheres sagen, wenn wir soweit sind. Ich denke, im Dezember werden wir das vielleicht hinbekommen. So,
Dann, was ist deine Meinung zum DAX? Die Autowerte sind ja ein erhebliches Gewicht und belasten den Markt stark. Meinst du, das relativiert sich bis zum Jahresende wieder ein wenig? Ja, glaube ich. Und ich beziehe, und ich werde versuchen, das immer zu erklären. Was wir im Moment sehen, ist eine Bewegung nach unten. Wir sind, wie gesagt, oberhalb des 200er EMAs, was erstmal nichts anderes heißt, als dass wir noch in einem gesunden Marktumfeld sind. Das heißt, wenn ich jetzt das Ganze jetzt mal ein bisschen größer mache, sehen wir, der 200er ist auch in der Vergangenheit relativ häufig im Herbst angelaufen. Wenn wir uns hier diese Phase anschauen, hier unten, wann ist das gewesen? Wenn wir jetzt mal nach unten schauen, es ist August, September, Oktober gewesen. So. Und im November letzten Jahres ist dann, oder auch im Vorjahr, hier diese Rallye gestartet. 2016 sehen wir wirklich Trump-Wahl und dann ging es nur nach oben. So, das heißt, es ist nichts Ungewöhnliches, was wir hier sehen. Und deswegen bin ich erstmal noch positiv dafür, dass wir wieder eine Herbst-Rallye sehen und dass alle statistischen Geschichten, die wir kennen, auch weiterhin so funktionieren. Wenn wir natürlich unter den EMA 200 rutschen, müssen wir diese Überlegung wieder ja, neu rangehen, ganz klar. Aber bis zu diesem Zeitpunkt glaube ich erstmal, dass alles so kommt, wie es in der Vergangenheit halt auch häufig war. Und wenn es nicht so der Fall ist, also wir fallen hier tatsächlich runter, ja, was bedeutet das für uns? Es wird als Trader die spannendste Phase geben, die wir uns eigentlich ja wünschen, weil fallende Märkte sind ja in der Regel genau die Märkte, wo wir in kurzer Zeit sehr viel Geld verdienen können. Und wir müssen uns halt immer überlegen als Trader, was ist uns denn eigentlich wichtiger? Ein stetiger Aufwärtstrend, was natürlich gerne Investoren sehen, ganz klar. Also in unserem Investmentdepot sehen wir auch immer am liebsten stetige Aufwärtstrends. Als Trader sind uns aber auch solche, ich sag mal, solche Herbstunruhen, die es ja häufiger gibt, eigentlich sehr gelegen, weil wir dann natürlich die Möglichkeit haben, deswegen bin ich auch im September in der Regel immer am Arbeitsplatz, sehr gut geeignet, um dann tatsächlich hier auch zu machen. Das ist auch der Grund, warum wir ja auch mit kleinen Konten jetzt anfangen. Also das ist ja alles immer mit diesem Hintergrund, dass man weiß, wie statistisch viele Sachen laufen aus der Historie heraus und dass wir Unruhen häufig haben, dass sich Volatilitäten da sind und dass sich das Ganze dann aber wieder beruhigt und wieder positiv umschlägt. Also um deine Frage zu beantworten, Mario, ja, bis jetzt gehe ich davon aus, dass sich das Ganze beruhigt und dass jetzt im Moment auf die Automarken so draufgehauen wird. Das ist so. Es war aber auch schon immer so. Ich mache das Ganze jetzt seit über 20 Jahren. Es wird jedes Jahr immer wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben und diesmal sind es halt die Automobilwerte. Dass die daran Schuld haben, zum großen Teil, brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen. Nichtsdestotrotz muss man auch mal überlegen, dass die Automobilindustrie trotz alledem riesige Umsätze momentan macht und auch große Gewinne einfährt. Also von daher glaube ich, dass das Ganze auch ein bisschen übertrieben ist. Fondsmanager sind allerdings im Moment natürlich nicht so begeistert, dass das so aussieht und von daher werden die da auch wahrscheinlich keine Übergewichtung in ihren Automobilwerten haben. Aber grundsätzlich, wie gesagt, gehe ich erstmal davon aus, dass die Märkte weiter positiv bleiben werden. So, noch eine Nachfrage von Mario. Gibt es Methoden, das zu erkennen, also wie stark die Autowerte den DAX beeinflussen? Also wir schauen uns, du kannst natürlich hingehen und dir die verschiedenen Branchenzyklen anschauen. Das machen wir auch. Es wird auch in den Coaching-Modulen, die wir anbieten, gibt es auch so einen Bereich Branchenzyklen, wo wir genau zeigen, wie wir uns das bei uns anschauen, sowohl im Coaching als auch in den Workshops, wie wir das machen für den amerikanischen Markt. Im deutschen Markt ist es ein bisschen schwieriger, weil das nach Branchenzyklen nicht so gut sortiert ist. Man kann es aber anhand von ETFs sich dann auch anschauen, wann welche Werte wieder, also wann welche Branchen nicht mehr so stark fallen oder plötzlich sehr stark werden. Und da gibt es eine bestimmte, ja, auch so ein Aufbau, wie so eine Art Regel, die man im Prinzip auch setzen kann. Und dann findet man eigentlich auch immer recht gut, welche Werte gut laufen und welche nicht. So, haben wir noch Fragen, die sich nicht auf Aktien beziehen? Hallo Steve, ach, wir kennen uns auch schon seit ja gut 2 Jahren. Wird denn zweite kleine Konten aufgezeichnet, falls es mal nicht zu einer Session schaffst? Das ist eine gute Frage, Steve. Ja, machen wir. Also vielen Dank für die Frage. Jedes Webinar, was wir machen, also es sind erstmal 10 geplant, beim letzten Mal hatten wir auch 10 geplant, dann wurde es dann doch, glaube ich, 1, 2 mehr, weil wir doch ganz viele Fragen hinten raus noch hatten, die wir natürlich immer alle beantworten. Die Webinare sind immer live, also so wie jetzt hier auch. Werde dann auch im Rahmen des Webinars auch wie hier die Fragen natürlich immer versuchen zu beantworten. Und ja, wir zeichnen die alle auf und die stehen auch den Kunden im Anschluss, das heißt am nächsten
Werktag zur Verfügung. Das heißt, wir verschicken dann entsprechend an euch den Link, so dass ihr euch das im Nachgang angucken könnt. Denn genauso, wie du schon schreibst, man könnte ja krank werden, fährt in Urlaub oder was weiß ich, so wie ich jetzt auch 2 Wochen im Urlaub war und die Webinare, die ich gerne sehen wollte von einem Kollegen von mir, von André Stagge zum Beispiel, die konnte ich jetzt nicht live sehen, alle. Und dann gucke ich mir die halt im Nachhinein an. Und das machen wir natürlich auch. Wir bieten euch das auch an, dass ihr dann im Nachgang euch die ganzen dann natürlich anschauen könnt. Und wie gesagt, für die ersten 100, die sich anmelden, die ersten haben sich jetzt auch schon angemeldet im Laufe der Woche, als ich nicht da war. Also alles, was heute noch an Anmeldungen reingeht, kann ich auf jeden Fall zusagen, die bekommen alle noch die DVD auch vom letzten Mal gratis mit dazu. Ist immerhin auch ein Wert von 480 Euro, die wir nochmal oben drauf packen. So, vielleicht sollte man mal an deinem Coaching teilnehmen. Ja, ist auf jeden Fall eine gute Anregung, Mario. Wir haben übrigens, vielleicht darf ich das an dieser Stelle noch kurz sagen, für den Workshop, der jetzt vom 16. bis zum 19. September stattfindet, Markttechnik erfolgreich in der Praxis handeln, findet bei uns im Handelsbüro statt, von Samstag bis Montag. Einen freien Platz, weil ein Teilnehmer leider absagen musste, weil 2 Termine übereinander lagen. Mehr Infos dazu auf meiner Website. Und wie gesagt, die Coaching-Module starten Mitte September und auch da ist die Teilnehmerzahl immer begrenzt, weil wir keine großen Gruppen machen möchten bei uns. So, und dann komme ich jetzt hier zur letzten Frage, bevor ich dann auf die Aktien komme. Hallo Mario, ich habe wegen Praktikum geschrieben, als du im Urlaub warst. Jan antwortet, dass du zurzeit keinen Platz frei hast, wird eventuell ein Praktikumsplatz bei euch geben. Also es ist so, Sergej, wir suchen tatsächlich einen Praktikanten, das ist klar, aber wir suchen jemanden, jetzt kann ich es auch hier so sagen, wir wollten es eigentlich die Woche bei Facebook auch noch bekannt geben, wir brauchen jemanden, der IT-lastig ist, also jemand, der sich mit WordPress gut auskennt, aber auch mit anderen Sachen, die in diesen Bereich hineingehen, die dort einen Schwerpunkt haben, Studenten, wie auch immer, also könnt ihr euch gerne bewerben bei uns, wir werden ja auch parallel bei uns an die Uni in Paderborn auch nochmal rangehen, wir suchen tatsächlich, aber schwerpunktmäßig hier, weil es geht eben natürlich darum, dass wir möglichst auch versuchen, möglichst die Lücken zu füllen, die wichtig sind. Ich habe auch weiter noch nichts gesehen zu der Bewerbung von dir, weil wie gesagt, ich bin heute aus dem Urlaub gekommen und habe noch nicht sehr viel gesehen, was bis jetzt reingekommen ist. Metin fragt, Mario, gilt das Angebot auch für Screening-Seminar im November? Das heißt, würden wir die DVD auch dann bekommen, wenn man den gebucht hat. Ich würde gerne den Herbst mitnehmen, damit ich besser screenen kann. Weiß jetzt nicht genau, welche DVD du meinst, ob das die ist, die ich mit Carsten Berger aufgenommen habe, die Screening-DVD. Schreib mich am besten morgen noch mal kurz an. Kann ich jetzt so hier innerhalb des Webinars schwer beantworten, weil es eine Sache ist, die ja mit Carsten zusammen ist. Das müsste ich dann abklären. Wie der dazu steht. Aber schreib mich einfach kurz an morgen oder übermorgen und dann finden wir auch eine Lösung für dich. Ja? Okay. Perfekt. So, dann haben wir noch ein paar Minuten Zeit und dann würde ich jetzt gerne vielleicht doch noch auf Einzelaktien gehen. Gehe jetzt hier nochmal zurück. Ihr habt, glaube ich, die ein oder andere Frage zu Einzelwerten gestellt und dann schaue ich doch einfach mal, dann nehmen wir doch mal welche, die euch vielleicht interessieren. Immer gut, wenn ihr das Kürzel habt von den Aktien, dann brauche ich hier nicht so lange suchen. Wir haben hier auf jeden Fall einmal Logitech gehabt, LOGN. Das hat schon mal nicht geklappt. LOGN. Na, kriege ich auch keinen Kurs? Gute Frage. Versuche ich mal mit Ausschreiben. Logitech sollte doch eigentlich die sein. Ich hoffe, dass es passt vom Kurs her. Wir sehen hier eigentlich ganz gut, dass die Aktie noch neue Hochs gemacht hat. Also wenn wir hier die letzten 3 Züge nach oben nehmen, so hier nochmal ein Tief und dann haben wir hier ein Hoch und dann haben wir hier das Finale hoch gesehen und dann im Prinzip das, was kein Trader, kein Investor sehen möchte, der ist in so einer Position drinne. Es gibt ein Gap nach unten, da sind wahrscheinlich Nachrichten gekommen und der Markt rutscht nach unten ab.
Also Long würde mich die Aktie erstmal nicht interessieren. So, jetzt schreibst du, wie sieht es auf Wochen- und Monatsbasis aus? Das ist jetzt ein Tageschart, also auf Tageschart, also würde ich halt das Ding derzeit nicht anfassen wollen, weil wir eben sowohl dieses Tief gebrochen haben als auch dieses Tief. Momentan sieht alles danach aus, als wenn die Aktie eher weiter schwächeln würde. Wenn ich jetzt nochmal in den Wochenchart kurz reingehe, weil du danach gefragt hast, dann kann man natürlich, wenn man die Trends sich anschaut, muss man natürlich auch entsprechend die Trends auf Wochenbasis sehen. Jetzt stellt sich immer die Frage so, das ist ja immer so, überhaupt die Krux im Trading, ist das jetzt für dich ein signifikantes Tief oder ist es kein signifikantes Tief, Patrick? Und darauf kommt es, glaube ich, immer am Ende des Tages drauf an. Wenn du sagst, das ist ein signifikantes Tief, also ich würde halt immer schauen, welche Nachricht steht dahinter und passt diese Nachricht jetzt wirklich noch zu der Trading-Idee, die ich hatte? Und viele Trader neigen immer so ein bisschen dazu, wenn sie eine Position haben, sich immer die Nachrichten rauszusuchen, die zu ihrer Position passen. Wenn du sagst, die Korrektur ist dir, würdest du nicht als Korrektur sehen und würdest sie auch im Wochenchart nicht einzeichnen oder auch nicht als Stop nutzen, dann könnte man sagen, okay, die Aktie ist vielleicht noch in einem Aufwärtstrend. Wenn ich mir allerdings so das gesamte Bild hier anschaue, finde ich es halt nicht so toll. Ich würde jetzt bei Logitech einfach nochmal nachschauen, an einer Stelle, was hat denn dazu geführt, dass die Aktie hier 15% verloren hat? Das ist so der Punkt, der für mich jetzt der spannendste wäre. Ich meine, wir sind hier vom Hoch hier bei 41 und, ne, gut geschätzt, 15% etwa. Was ist jetzt dahinter? Und ist es, willst du die Aktie dann wirklich noch haben? Also markttechnisch gesehen, auf Tagesbasis auf keinen Fall, auf Stundenbasis, vielleicht, würde mir wirklich die Nachricht dazu anschauen. Ich hoffe, es hat dir, hilft dir ein bisschen. So, dann hatten wir noch eine Frage zu Vectron. Das war, glaube ich, von Frank. Ja, Vectron. Nebenwert. So, Vectron. So. Was kann man von Vectron weg, lieber Finger weglassen haben und nicht investieren? Wer würde, ich frage mal in die Gruppe rein, wer würde die Aktie jetzt aus charttechnischen Gesichtspunkten eher long sehen? Also schreibt mal einfach L für long oder R für short und macht einfach mal eine Null rein, wenn ihr die gar nicht handelt. Also wenn ihr euch nicht sicher seid, weil wir uns jetzt gerade an der 200-Tage-Linie befinden. So, also Hans schreibt schon, ja, eher Null und also die meisten würden sie nicht handeln wollen oder eventuell short. Also das ist super. Erstmal vielen Dank, weil darüber bekommt man sehr schnell eine Meinung, wie die anderen Trader denken. Und das solltet ihr viel mehr machen im Trading. Wir machen das in unseren Workshops zum Beispiel immer so. Der eine oder andere war ja auch schon dabei, von denen, die heute hier sind. Wir fragen sehr häufig im Screening-Prozess. Jeder muss immer screenen und sagt dann auch in der Gruppe, was er glaubt. Und wenn wir uns nicht sicher sind, dann frage ich immer in die Gruppe hinein. Und dann haben wir 12 Leute und dann ist immer ganz klar, wenn 80% sagen, nee, will ich nicht handeln, dann müsst ihr euch überlegen, ich meine, klar, 12 Leute oder 10 sind nicht repräsentativ, auch jetzt hier vielleicht 70, 80 Leute nicht. Aber wenn die Mehrzahl der Leute nicht handeln möchte oder short, naja, wer soll nach dir kaufen? Diese Überlegung muss man sich einfach immer stellen im Handel und deswegen würde ich hier immer Finger davon lassen. Ja, also das ist, wäre mir persönlich echt zu spannend und mache ich nicht. Heidi fragt noch Allianz-Aktie. Gebe ich natürlich gerne ein, weil die meisten wissen natürlich, dass Allianz eine der Aktien ist, die ich extremst viel handle und deswegen gebe ich die auch nochmal ein. Und ja, wir sehen, was wir hier ganz klar sehen. Wir sind hier in einem sauberen Aufwärtstrend in der Allianz-Aktie und ja, da gibt es auch nicht viel zu deuteln, solange wir hier oberhalb der 173er, 174er Marke sind, wüsste ich keinen Grund dafür, warum ich die Aktie nicht long halten sollte. Also das ist hier so der Bereich, wo ich halt drauf achte. Und wir sind da noch weit von entfernt. Das heißt, wir haben hier eine Umkehr gesehen. Der Markt, wenn er jetzt über die 185, 186 läuft, sieht das eigentlich sehr gut aus. Was nicht so schön ist, ist, dass das Gesamtbild im DAX nicht passt. Das heißt also, wenn man in der Allianz drin ist, würde ich die Aktie auf jeden Fall halten. Für ein Neuengagement wäre es mir zu früh, weil mir der Markt im Moment nicht long genug ist.
im DAX. Aber grundsätzlich finde ich die Aktie gut. Habe ich jeden Herbst bei mir im Depot in den vergangenen Jahren gehabt und auch immer sehr gute Performance gemacht. Kann das jetzt sagen, wir haben das ja häufig auch in der Vergangenheit bei uns im Coaching-Modul gehabt. Die Allianz-Aktie ist fast immer 30% gestiegen in den letzten Jahren im Herbst bis in den Frühjahr hinein. Es ist einfach so ein, ja, so ein Must-Trade, den man einfach so mitnimmt. Wo andere dann wochenlang im Daytrading rumbasteln, um ihre Performance zu machen. Das macht man hier halt einfach mit einer Aktie, ne? So ähnlich wie mit Adidas oder solche Sachen. Das solltet ihr euch angewöhnen, wirklich auf solche Werte auch zu achten. Und das ist eben genau das, was wir halt, was ich sag mal, der Unterschied nachher macht zwischen dem Trader, der Break-Even tradet oder vielleicht im Jahr 10-20% macht oder der Trader, der nachher mehr als 20% Performance macht. Okay, so, dann würde ich sagen, hoffe, ich habe soweit alle Fragen durch. Vier Aktien haben wir noch. Also wenn du die paar Minuten noch hast, die haben schon früh schon geschrieben mit der Bitte. Dann sag doch bitte, hast du einen Überblick darüber? Ja, dann machen wir die noch gerade, klar. BASF, RWE, ja. SAP und Deutsche Post, die vier noch. Okay, also BASF, das passt hier bestimmt nicht. Dann gehe ich lieber einmal kurz in den Aktienchart rein. Und weil es ja eh deutsche Werte sind, dann lade ich einmal kurz die Liste für den deutschen Markt. So, sofort da und dann schauen wir uns hier an. So, BASF. So, also in der BASF können wir ja schon mal ganz klar sagen, die Aktie ist auf jeden Fall nicht longlastig, sondern ist eigentlich ein idealer Kandidat, um diese Schwäche, die wir derzeit im DAX haben, natürlich zu spielen. Ne? Wir haben hier wieder dieses typische Bild, wir haben es gesehen, es ist runtergegangen an den 200er, 200er hält, wir fallen unter den 200er, wir machen den Rücklauf an den 200er, bis dahin ist es eigentlich mustergültig und jetzt kommt eben das, worauf wir halt im Coaching-Modulen oder im Trading oder im Workshop halt immer darauf achten, jetzt kommt im Prinzip die neue Bewegung und die lässt sich halt dann meistens ganz gut handeln, das heißt, wir sind hier runtergelaufen, sehen jetzt hier die Gegenbewegung und jetzt muss man einfach abwarten. Und wenn man jetzt in den Stundenchart geht, könnte man jetzt vielleicht wahrscheinlich wieder versuchen, die nächste Schwäche, die, wenn die parallel im DAX auch ist, die dann wieder zu nutzen, um hier eher einen Short aufzumachen. Aber ein Long ist es halt nicht mehr, ne? Das ist ganz klar. Wir sehen hier auch, in der kürzeren Zeiteinheit hat sich der Abwärtstrend wieder etabliert. Also würde ich eher auf der Short-Seite handeln. So, RWE hatte ich noch im Kopf. Gehe ich auch am besten erst in den Tageschart rein. RWE ist genau wie E.ON in den letzten Wochen eher stark gewesen. Ich habe es jetzt nicht so genau verfolgt, als ich im Urlaub war. Habe ich aber heute Morgen im kurzen Durchblick gesehen. Wir haben hier neue Hochs gemacht. Und das wäre mich halt immer ein spannender Punkt. Aktien, die so stark sind wie hier, die muss man natürlich immer auf dem Plan haben. Und jetzt ist halt abzuwarten, wie die Korrektur hier läuft. Also wenn man drin ist in RWE, alles richtig gemacht, gerade wenn man hier in der vorletzte Woche eingestiegen ist, hier nach der vielleicht kurzen Korrektur oder so bei 19,40, alles richtig gemacht. Ansonsten immer so ein bisschen gucken, dass man nicht zu stark lastig ist, jetzt in Aktien die neue Jahreshoch macht, weil das Gesamtbild halt nicht passt, aber grundsätzlich hier super starke Aktie und macht auf jeden Fall Sinn. Also wenn man drinne ist, würde ich auf jeden Fall hier vernünftig drinne bleiben, bis ich irgendwann ausgestoppt werde. So, du sagtest noch zwei Aktien. SAP und Deutsche Post. Okay, SAP und Deutsche Post. Ja, SAP, ganz klar zu sehen, Aufwärtstrend. Also ich sage immer klar zu sehen, ich weiß, dass das nicht immer für jeden so klar ist, aber deswegen zeichne ich es hier auch nochmal ein. Also hier sieht man wirklich Jahreshoch nach Jahreshoch, ne? Also wirklich mustergültig gelaufen. Das ist ja immer das, was ich sage. Ihr müsst immer die Zeit nutzen im Frühjahr bis zum Sommer hin. Da kann man wirklich super Trends handeln. Und das ist ja auch das, warum ich sage, warum kleine Kunden einfach immer super ist, weil man da einfach sehr schnell merkt, wann dieser Markt halt kippt. Dann haben wir hier diese Stoppel hoch gesehen und dann passiert eigentlich nur dieses typische Markt fällt runter, Markt läuft hoch, läuft runter, läuft hoch. 200-Tage-Linie, heute schon zum dritten Mal jetzt, glaube ich, angesprochen. Und jetzt laufen wir halt wieder an die 200-Tage-Linie. So, das heißt also, wenn wir wieder in die Gruppe reinfragen würden, denke ich, wenn wir das gleiche Ergebnis bekommen, ist kein Long.
Ja, also ganz klar kein Long. Wir reden jetzt nicht von dem Minuten-Trader, der vielleicht jetzt den Abpraller am 200er tradet, aber grundsätzlich, wenn ich Tag- und Stunden-Trader bin, ist die Aktie halt nicht Long und ich würde sie jetzt im Moment halt nicht Short anfassen, weil die 200 halt häufig wirklich stabilisierend wirkt. Das heißt, wenn wir drunter fallen unter die 87, 86, 50, dann würde ich irgendwann nachdenken, wenn der Markt schwach bleibt, dann hier vielleicht Shorts aufzumachen, aber die Long-Seite würde ich halt erstmal nicht suchen. So, und dann kommen wir noch auf zur letzten Aktie des heutigen Tages, die Deutsche Post. Und die sieht ähnlich gut aus wie die RWE. Sieht man ja auch ganz gut hier. Die grüne Linie, die hier oben sieht, ist im Prinzip immer das Jahreshoch. Und ganz ehrlich, was soll ich mehr als Trader wollen? Also ich meine, wir sehen ein neues Hoch, ein neues Hoch. Und wir sehen mit den neuen Hochs immer steigende Tiefs. Und das ist ja genau das, was wir als Trader wollen. Die Aktie steigt nicht schnell, aber kontinuierlich. Und man kann halt mit einem guten Risk Management dann halt solche Aktien einigermaßen gut handeln. So, und wenn wir uns die Korrektur vielleicht nochmal im Stundenchart auch nochmal anschauen, für alle, die hier vielleicht Intraday Interesse haben, die Aktie zu handeln, da sehen wir dann, dass diese letzte Aufwärtsbewegung hier dann im Stundenchart hier die Tiefs herausgenommen hat, hier an der Stelle. Und deswegen macht es auf Minutenbasis oder 5-Minuten-Basis aus meiner Sicht jetzt erstmal keinen großen Sinn, hier hineinzugehen in die Aktie. Aber grundsätzlich auf Tagesbasis sieht die Aktie auf jeden Fall erstmal gut aus. Und auf Stundenbasis muss ich einfach sehen, dass wir jetzt hier wieder einen Trend kriegen, der nach oben zeigt. Also neue Engagements. Vor allen Dingen, wenn wir den DAX im Hintergrund behalten als Idee, dass der ja momentan nicht so stark ist, würde ich hier halt in der Post nicht so sehr nach einem Neuengagement suchen, sondern da eher wahrscheinlich die RWE eher im Fokus haben. Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute. Ich gucke nochmal gerade, ob unten jetzt noch eine letzte Frage reingekommen. Was hältst du von der Deutschen Post? Ah ja, hatten wir gerade von Carsten, genau. Jetzt haben wir alle. Dann haben wir es, also ich fand es sehr kurzweilig heute, weil es wirklich eine schöne Sache ist, einmal so auf die aktuelle Marktlage zu gehen und dann auch Trades von euch mit zu besprechen. Ich glaube, das ist eine gute Kombi. Wenn euch das so gefallen hat, wie wir es heute gemacht haben, dann lasst uns kurz eine Nachricht hier im Chat, damit wir wissen, ob wir es nächstes Mal wieder genauso aufbauen sollen. Ansonsten findet es, glaube ich, Anfang September das nächste. 4. September ist der nächste Termin. 4. September wieder, genau. Dann der erste Montag im September wieder. Und freue mich, dass ihr mit dabei wart. Und wie gesagt, für alle, die es interessiert, bei Kleine Konten, wenn ihr mit dabei sein wollt, meldet euch kurz bei uns über die Webseite oder eben über FX Flat und CapTrader. Und dann würden wir uns freuen, wenn ihr mit dabei seid. Alles klar. Dann wünsche ich von dieser Stelle aus euch einen tollen Abend, eine extremst gute Handelswoche und freue mich, wenn wir uns bald sehen. Sibylle, ja, freue ich mich auch schon aufs Seminar im September. Ich auch, da sehen wir uns ja sogar zweimal. Von daher freue ich mich da riesig drauf. Sebastian auch, bin wieder da. Vielleicht telefonieren wir morgen mal, Sebastian, wenn es zeitlich bei dir passt, morgen oder übermorgen. Gib mir einfach kurz eine Nachricht, wenn es dir passt. Würde ich mich freuen, wenn wir uns da nochmal kurz sprechen. Ja, perfekt. An alle und schönen Abend noch. Ja, vielen Dank, Mario. Auch dir natürlich schönen Abend und vielen Dank für das heutige Webinar. Ich bedanke mich natürlich auch bei den Teilnehmern. Die Aufzeichnung kommt so schnell wie möglich online. Ich denke, das sollte dann morgen dann auch klappen und wünsche natürlich auch für die Woche noch viel Erfolg. Passen Sie auf Ihre Positionen auf und noch einen schönen Abend. Bis demnächst. Tschüss.